Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute geht es weiter mit der zweiten Folge Top 11. Wir sind kurz davor, vor dem Saisonstart. Da haben wir, glaube ich, noch ein letztes Ligaspiel oder ein vorletztes. Wie man sieht, das letzte, das habe ich gewonnen. Das war ja um 2 Uhr heute in der Früh. Das habe ich 2:0 gewonnen. Und das sogar noch mit einem alten Team. Man kann es gar nicht glauben. Ich habe mein Team jetzt verändert, aber das war noch mit dem alten Team. Ich habe ja damals mit der 3-4-3 gespielt. Jetzt spiele ich mit der 4-3-1-2. Das zeigt euch mal, was ich verändert habe. Der Torwart ist neu. David. Den habe ich mir gekauft. L26 und das alte ist vielleicht auch ganz interessant. Und ich habe jetzt halt da meiner gehabt. Einen habe ich bereits verkauft. Der andere ist der hier. Und der ist 32. Und wenn du bei 32 bist, das war der andere Torwart übrigens auch, dann steht hier, der Spieler beendet seine Karriere am Saisonende. Was bedeutet, ich hatte unbedingt einen neuen gebraucht, dann zwei Tormänner, die bald aufhören, das brauche ich nicht. Jetzt habe ich aber einen fast 6 Sterne, gar nicht mal so schlecht. Dann Pittner, den kennen wir schon, 19 auch gut. Dann haben wir Schildberger, auch den kennen wir. Neu ist auch noch Rodriguez. Haben wir gekauft mit 4 Sterne, der ist aber auch ein sehr guter Spieler. Und dann haben wir noch keine Ahnung, wie man den ausspricht, habe ich mir auch gekauft, auch 4 Sterne. Johansson, der ist noch alt, den haben wir schon länger. Dann auch neu in der Mannschaft ist der Serbe Djordjevic, den haben wir gekauft, hat auch 5 Sterne, der hat aber nicht wenig gekostet. 600k, das ist nicht wenig. Cisalli kennen wir auch schon. Cavalhinho kennen wir auch schon. Winter ebenso. Neu ist auch noch Petkov. Den habe ich mir auch gekauft. Ein Stürmer, 5 Sterne, 23. Das ist für die Zukunft sicher ein starker Spieler. Sonst habe ich keinen neuen verkauft. Habe ich 2 Spieler bis jetzt. Hat mir ein bisschen was gebracht. Wenn man hier genau schaut, bei den Finanzen hat mir das einiges eigentlich nicht gebracht. Denn die haben immer 2,3 Millionen Verlust in dieser Saison, weil ich halt schon sehr viele Spieler gekauft habe. Und die Spielerverkäufe waren noch nicht ganz so erfolgreich. Aber ja, was ich auch noch im letzten Mal nicht erwähnt habe, es gibt außer der Liga noch die Champions League. Da musst du aber erst die 4 Plätze erreichen in einer Liga, das sind wir jetzt 8er, das heißt, da wird sich das nicht ausgeben. Die gibt es aber ebenso wie die Superliga, da musst du halt 5 bis 8, dann heißt, ich versuche auf Platz 8 zu bleiben, um in die Superliga zu kommen. Mein Ziel ist ja mal, das Triple zu holen, nämlich mit Champions League, mit Liga und natürlich auch mit dem Pokal, den wir hier sehen. Ich habe damit noch gar nicht gespielt, aber da habe ich gleich das erste Spiel verloren, da gibt es ja Hin- und Rückrunde. Und bis halt dann einer nur noch überbleibt. Das gibt es halt auch noch. Und auch noch ganz interessant, es gibt auch noch die Verbände. Jedes Wochenende ist da ein Spiel, also halt gegen 3 andere Mannschaften, eigentlich gegen eine. Und dann die Sieger kommen ins Finale, die anderen Platz 3. Und das ist interessant, denn, das kann man sagen, so wie in der Nationalmannschaft, 6 Vereine sind in einem Team dann praktisch und spielen dann gegeneinander. Wie man sieht, da ist das erste Spiel bereits gespielt worden, dann gibt es auch Hin- und Rückrunde. Hinrunde wurde bereits gespielt, die Rückrunde kommt heute noch am Abend. Und dann eben wie gesagt noch dann die Finalspiele. Und mit 5 Sterne Team ist ja mal so ein wirklich sehr guter Verband. Ich bin ja ganz neu, das heißt, ich habe nicht spielen können in diesem Verbandsspiel. Erst dann ab nächster Woche, das ist ja jedes Wochenende. Ja, dann gehen wir nochmal aufs Gelände, da habe ich nämlich auch schon einiges verändert. Und zwar habe ich dazu gebaut ein erstes Trainingshaus sozusagen, dass sie im Trockenen trainieren können. Das gibt es dann auch noch im kleinen Trainingsplatz. Und was ich auch schon gebaut habe, ist ein kleiner Jugendplatz. Jugendfußball da mit Zielscheiben, Hütchen und Netzen. Kann man ein bisschen ranzoomen, auch sehr schön. Gerade dabei, dauert noch 3 Stunden, bin ich das Krankenhaus zu bauen. Werden wir jetzt mal nicht schneller tun. Und dann halt noch verbessern die Unterhaltung, Parkplatz und natürlich am Schluss dann auch noch das Stadion. Jetzt 200, später mal 1000, das wäre schon mal nicht schlecht. Später da ein großes Imperium aufbauen.
Ja, und dann würde ich mal sagen, trainieren wir kurz noch zweimal die Spieler. Da habe ich jetzt auch schon Stufe 6, das heißt, da kann ich auch schon einiges ausfüllen. Da muss ich jetzt mal aufwärmen und dehnen. Dann machen wir ein bisschen Schwein in der Mitte und am Schluss noch eine Schusstechnik. Da verlieren wir dann eh viel Kondition. Bekommen wir so aber auch ein bisschen EB dazu und XP, damit da die Spieler eine Stern dazu bekommen. Wäre auch mal toll, wenn dann ein Spieler einen neuen Stern dazu bekommt. So, und einmal müssen wir noch mit allen trainieren. Diesmal trainieren wir ein bisschen anders. Wir nehmen Sprint, den hatten wir noch nicht. Sowie Pressing und spielen mit dem Kopf. Und dann nehmen wir noch Pass, Lauf, Schuss. Da verlieren wir sogar noch mehr Kondition, fast 10. Das ist schon viel, da wir nur 100 haben. So, noch das sind wir fertig. Und dann gehen wir nochmal auf den Transfermarkt und werden uns einen Spieler vielleicht noch kaufen. Werden wir gleich sehen. Wenn wir zu unserem Team gehen, wo wir vielleicht noch einen Spieler dazu bekommen könnten, wäre, ja, eigentlich im Tor, wäre gar nicht mehr so schlecht, noch einen Torwart dazu bekommen. Hier gibt es auch noch Spieler, die könntest du kaufen, die bereits besser sind. Natürlich 4 Sterne und 27 Jahre, das würde ich nie 7 Token dafür ausgeben. So, jetzt, was haben wir da? Da haben wir eigentlich gerade wenig gute. Außer den hier vielleicht noch, der kostet 1,57 Millionen. Da wäre dieser Da Costa da oben schon was Besseres. Da könnten wir auch mal dafür bieten. Und dann, wo wir gerade dabei sind, noch für einen für Sans. Ja, und sonst glaube ich, haben wir sonst eh oder bieten wir auch nochmal für den der L-Position. Was kann man hier sehen? Dabei würde ich das alles gewinnen. Jetzt hier unten nicht mehr. Da hat schon der nächste geboten. Ich versuche jetzt zumindest zwei von den drei zu gewinnen. Und dann kann ich auch ein paar alte Spieler verkaufen. Oh, da geht's gerade rund. Habe ich den da nicht auch? Nein. So, warten wir mal kurz. Ich schau mal im Team, was wir da DL so haben. Und auch DL haben wir schon eine 4 Sterne. Ja, aber 4 Sterne geht besser. Johansson ist auch nur 4 Sterne. Im Mittelfeld haben wir halt schon einen 5-Sterne-Spieler. Das könnte man dann umstellen wieder. Dass wir dann einen von denen hier verkaufen. Und zwar eine größere Auswahl haben wir an guten Spielern. Sonst haben wir halt Sans eh, der gerade eh nicht weggeht. So, bieten wir da nochmal. Ich will jetzt nicht zu viel, wir haben ja noch so lange Zeit. Können wir später auch nochmal bieten. Geht ja später auch noch. 136 haben wir noch Zeit. Wir sagen, wir werden noch das, diese Auktion hier machen. Und danach beende ich auch dieses Video. Es kommt am Sonntag und am Montag kommt kein Nesca. Da sie ja dort auch die Easter Holidays haben im Nesca. Das heißt, da bringe ich vielleicht dann auch Gaming noch ein bisschen. Das nächste Nesca-Video wird dann am Freitag kommen, also nächste Woche Freitag. Das Nesca-Diecast Unboxing. Vielleicht kommt morgen vielleicht sogar nochmal irgendwas über Nesca oder den anderen Serien. Morgen geht das vielleicht sogar noch, aber sonst kommt mal bis nächste Woche Freitag kein Nesca mehr oder auch kein anderer Rennsport. Da werde ich vor allem Gaming noch ein bisschen bringen. Und zwischendurch immer mal Gaming reinhauen. Zwischen den normalen Folgen halt. Macht ja auch mal Spaß und da haben wir schon 13. Ja, bist du narrisch. Geht auf 20. Ist mir jetzt ein bisschen sehr viel. Ist 30. Ja, die überbieten sich komplett gerade. Ich habe nur 57. Ja, da kostet ja ist nicht mein Fall. Den könnte ich hier noch bieten, das mache ich jetzt dann gleich. Ich habe noch ein paar Sekunden Zeit. Ja, Alter, ja, der da oben ist mir nicht egal. Jetzt bieten noch mal schnell für den. Da haben wir noch mal 9 Sekunden. Den hier oben haben wir gewonnen. Und jetzt geht es nur noch um den hier. Der ist weg. Jetzt geht es nur noch um den hier, da müssen wir noch mal schnell bieten. Bis zu 20 gehe ich, mehr dann nicht mehr.
Schaut aber schlecht für mich aus. 18. Ja, ich warte mal. Wenn er nochmal erhöht, dann haben wir ein Problem. Vielleicht macht er auch mit 20 Ende. Das heißt, wenn er es nochmal setzt, probiere ich auch noch einmal. Nein. Nein, er setzt nicht mehr. So wie gewinne ich auch diese Spieler. Immer sehr interessant, wenn du hier gewinnst. Zwei Spieler dazu, was natürlich für uns bedeutet, wir werden einerseits mal die beiden hier mal schön reintun. Und dann gleich mal eine verkaufen, nämlich einen MC-Spieler. Der hat 3 Sterne, der aber auch, der ist 25. So werden wir Vukic verkaufen. Machen wir gleich mal 69k. Können wir den gleich reintun? Der L verkaufen wir auch noch einen, da haben wir auch sehr viele. Verkaufen wir diesen Drumler. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Den kriegen wir auch nochmal, vielleicht 40k, vielleicht 42 noch höchstens. Die beiden werden jetzt verkauft oder so lange angeboten, bis sie dann halt weg sind. Der hat 5 Sterne, der hat nur 4, das heißt, wir werden jetzt mal die 16 einwechseln statt der 3. Damit wir dann das Team noch verbessern. In der Mitte, da können wir dann flexibel sein. Da können wir Sanz einsetzen, Djordjevic und so weiter. Also da kann man da ganz flexibel einsetzen, das Ganze. Ja, aber da kostet es, wenn sie da schon auf 70 Dokken praktisch gehen, ist mir das zu viel. Da wird schon sehr viel für den ausgegeben. Deswegen, nein, lieber nicht. So. Ich würde sagen, das war's hier mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das nächste Video kommt dann höchstwahrscheinlich morgen. Vielleicht kommt morgen nochmal ein SK. Wir werden sehen. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Ciao.